Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader. Es ist Freitag und wir treffen uns hier an dieser Stelle wie jede Woche zur Besprechung natürlich der heutigen Handelsideen. Dann machen wir wieder einen Ausblick für die nächste Woche und natürlich etwas Education im Bereich Trading. Heute geht es ein bisschen um das Thema Verluste und wie die Emotionen uns helfen können, diese Verluste im Trading zu umgehen, zu verstehen, sozusagen auch das Ganze hier etwas zu kontrollieren. Ich sehe gerade, das Mikrofon ist heute etwas im Bild. Ich stelle das mal ein Stück weit nach unten. Ich hoffe, der Ton bleibt weiterhin gut. Also, das der erste Blick in das Webinar von heute und an dieser Stelle natürlich ein herzliches Willkommen an alle Zuschauerinnen und Zuschauer, die auch live dabei sind. Ich werde auch dieses Video heute wieder wie im vergangenen Freitag so gestalten, dass der edukative Teil als separates Video aufgezeichnet wird und Sie das natürlich im Nachgang auch separat von den Handelsideen mit anschauen können. Ludger, einen schönen guten Morgen. Freue mich, dass Sie heute wieder live im Webinar mit dabei sind. Bevor wir starten, der Risikohinweis, der ist obligatorisch. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Und in dem Moment riskieren Sie natürlich auch, das Kapital zu verlieren. Guten Morgen, Elena, auch du wieder hier. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Start in den Handelstag hinein. Was geht los im heutigen Webinar? Natürlich schauen wir auf die Handelsideen. Wir machen einen Wochenausblick. Das heißt, was kann denn die Märkte nächste Woche bewegen? Wann stehen wichtige Nachrichten an, auf die die Börsianer schauen und danach mit ihren Orders die Märkte deutlich in die ein oder andere Richtung bewegen? Dann schauen wir auf die großen Indizes. Hier hat sich seit der letzten Woche einiges verändert. Ein wichtiger Blick, das machen wir zusammen. Und im Know-how, wie angesprochen, das Thema mentale Stärke durch Verluste. Das klingt an dieser Stelle vielleicht ein kleines bisschen komisch, aber ich kann Ihnen sagen, wenn Sie Ihre Verluste verstehen, dann können Sie dadurch Stärke gewinnen und im Trading deutlich erfolgreicher entsprechend auch agieren. Das hängt alles ein bisschen mit Psychologie zusammen, wie wir Leute ticken und was wir damit machen können. Aber da schauen wir später einfach mit hinein. Ich sehe gerade, es ist etwas leise. Gut, dann stelle ich das Mikrofon doch etwas höher hier an den Tisch heran, an mich heran. Ich hoffe, der Ton ist jetzt etwas besser geworden. Ich sehe hier bei mir in der Aufnahme, es schlägt schon so aus wie immer. Habe ich kurz die Bitte, Elena, du hast mir das hier geschrieben, der Ton ist etwas leise. Kurz mal bitte eine Rückmeldung, ob der Ton jetzt besser passt. Supi! Alles klar, ganz lieben Dank, Elena. Und damit machen wir weiter mit den heutigen Handelsideen. Dazu natürlich wie immer der Blick in die aktuellen Tagesnachrichten. Eine Liste, die heute etwas länger ist als letzte Woche, aber nicht so dramatisch. Wir starten um 9.30 Uhr mit dem Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe für den Monat Juni. Sie sehen in der Prognose ein hauchdünner Rückgang erwartet. Also ich denke mal, das wird nichts Dramatisches sein, wenn die Prognose erfüllt wird. Wenn es schlechter wird, na klar, dann trübt sich das Bild etwas ein. Wir werden sehen, was hier entsprechend rauskommt. Danach gibt es noch den Einkaufsmanager-Index für die Dienstleistungen auch in Deutschland. Um 10 Uhr gibt es dann den Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe. Was haben wir noch an wichtigen Terminen? Wir haben heute auf alle Fälle das Treffen der EU-Finanzminister. Da kann es noch die ein oder andere Meldung geben, die Märkte bewegen kann. Möglicherweise dann eher auf Indexbereich oder im Bereich der europäischen Währungen. Das sind wichtige Dinge. Wir bekommen heute in den USA am Nachmittag auch rund um das Thema Einkaufsmanager-Index einige Nachrichten hier. Sie sehen es an dieser Stelle um 15.45 Uhr deutscher Zeit. Dann gibt es um 16 Uhr noch einmal eine Pressekonferenz der OPEC. Hier scheint sich wirklich ein Richtungswechsel anzukündigen, dass die OPEC etwas mehr Öl produzieren möchte, weil die Ölpreise sich jetzt relativ stabil halten. Mal sehen, was es in dieser Richtung an Nachrichten gibt. Und dann gibt es wie jede Woche Freitag für all diejenigen, die von Ihnen auf die sogenannten COT-Reports schauen, natürlich wieder die entsprechenden Nachrichten. Also um 21.30 Uhr wird das Ganze veröffentlicht, wo wir entsprechend am Ende dann sehen können, wie sich die Großen, die Big Boys sozusagen in diesem Bereich auch positioniert haben. Das sind ja immer nachrichtliche Informationen, die wir hier an dieser Stelle auch bekommen. Dann
dann schauen wir in die Handelsideen für Sie rein. Ich habe, wenn Sie es im Blog schon gelesen haben, heute mal den Nasdaq beleuchtet, den Nikkei und das Währungspaar Neuseeland-Dollar und US-Dollar. Und damit rein in die Charts. An dieser Stelle auch noch der kleine Hinweis, wenn Sie eine Frage haben, wirklich scheuen Sie sich nicht, hier im Chat können Sie die Fragen richtig stellen und auch direkt beantworten lassen von mir. Beziehungsweise, wenn Sie eine Chartanalyse möchten, schauen wir uns einfach mal Ihren Wunschchart sehr, sehr gerne auch an. Sie sehen es hier im Chart, ist momentan eingeblendet, der Tageschart vom Neuseeland-Dollar, US-Dollar. Das habe ich auch als Handelsidee, das ist die dritte Handelsinformation, die ich heute entsprechend in dem Blog geschrieben hatte. Das große Bild hier im Chartverlauf ist ganz klar entsprechend in letzter Zeit deutlich nach unten gekommen. Wir hatten zwar eine Korrektur nach oben hin, aber der Markt hat hier deutlich nach unten reingeschoben. Aber es ist sehr interessant, was hier unten passiert ist. Schauen Sie, wir haben hier in diesem Bereich, wo ich die blaue Linie gekennzeichnet habe, einen Widerstand beziehungsweise eine Unterstützung, also einen Widerstand für fallende Kurse. In dem Moment hat es die Unterstützung entsprechend gegeben. Das habe ich hier blau eingezeichnet. Und dann unten drunter noch liegend eine weitere Unterstützung im Bereich von 0,68187. Und gestern ist der Markt hier unten reingestoßen und hat dann direkt wieder nach oben rauf gedreht. Und das sind häufig Signale, wenn diese bestätigt werden, dass der Markt hier doch einen Rebound machen kann von diesem Niveau. Und wir sehen ja, was der Markt hier schon gemacht hat. Also er hat direkt auch für den heutigen Tag angestoßen und nach oben reingelaufen. Ist schon auf dem Weg zum gestrigen Tageshoch, zum vorgestrigen Tageshoch. Das ist immer interessant. Und wir sehen ja in der aktuellen Chartanalyse, die wir haben hier ein paar Tageshochs relativ eng aneinander liegen. Und wenn da an diesen Stellen natürlich Dynamik aufkommt, dann legt das Ganze natürlich häufig an die entsprechenden Tageshochs an. Und das sind dann Anlaufpunkte, die wir hier bitte sehr gut zum Traden nutzen können. Der Heiko ist auch dabei. Heiko, einen schönen guten Morgen und gute Trades auf alle Fälle. Vielleicht nehmen Sie aus der einen oder anderen Idee auch was mit. Und wenn Sie mögen, stellen Sie ruhig auch die Fragen hier direkt live in den Chat, wo Sie gleich einmal dabei sind. Zurück zum Neuseeland-Dollar, US-Dollar. Also wenn der Markt hier nach oben läuft, dann schauen wir uns das Ganze mal ganz kurz in der Stunde an, wie wir das Ganze auch umsetzen können. Denn wir haben ja gesehen, der Markt ist schon von gestern, von diesem Tief bzw. von dem Abprall doch ein ganzes Stückchen nach oben angestiegen in Richtung des Tageshoch von vorgestern. Jetzt muss ich nochmal den Chart hier für Sie etwas größer machen. Wie können wir denn sowas traden? Wir haben jetzt den Abprall nach unten, also von unten nach oben gehabt. Wichtig ist, dass wir hier einen Aufwärtstrend dann entsprechend auch sehen können, weil wir wollen ja dynamisch etwas weiter nach oben traden und das sind ja dann Dinge, die passieren meistens nicht im Minuten- oder im 5-Minuten-Chart, sondern das sind Dinge, die wir dann auch schön in der Stunde sehen können. Was wir jetzt hier in der Stunde sehen, ist einen Trend, einen Aufwärtstrend, der weit in der Bewegung steht. Das heißt, was jetzt hier an dieser Stelle sehr, sehr charmant wäre, ist, wenn dieser Markt etwas korrigiert und wir aus der Korrektur heraus dann im Stundentrend unsere Position für die Preise nach oben geben können. Das würde einfach das Risiko-Money-Management ein bisschen vereinfachen, weil wir uns natürlich durch diesen Rückgang, wenn der Markt jetzt rumdreht, korrigiert und dann wieder nach oben läuft, haben wir natürlich die Möglichkeit, uns deutlich besser abzusichern und wir bekommen durch diese Umkehr natürlich noch ein Signal, dass der Markt nach der Korrektur wieder nach oben schieben möchte. Das ist jetzt mal der Stand der Dinge hier. Allerdings kann es natürlich auch passieren, dass der Markt einfach nur nach oben vor bzw. durchläuft und da macht es dann natürlich Sinn, mal in den Trend der 5 Minuten reinzuschauen und das sehen wir ja, was hier aktuell auch passiert. Ne? Der große Trend, wir hatten hier die letzte Bewegung, haben jetzt eine Korrektur in diesem Bereich auch gesehen. Die Korrektur hat sogar einen Untertrend gebildet, der jetzt gebrochen worden ist. Das heißt, wenn der Markt jetzt sich tatsächlich entschließt, nach oben weiterzulaufen, dann wäre das halt ein Zeichen dafür, dass die dynamische Aufwärtsbewegung noch ein Stück weit weiter läuft. Ist vom Chance-Risiko-Verhältnis jetzt einzusteigen nicht ganz so optimal, aber wenn es der Markt uns hergeht, dann geht es halt einfach nicht anders. Oder man lässt den Trade entsprechend aus. Das heißt, das wäre es, wenn der Markt jetzt hier direkt wieder nach oben läuft, dann haben wir hier eine Korrektur dieser ersten Bewegung und würden dann an dieser Stelle hier dann sozusagen, schauen Sie mal, hier hat man den Trendbruch in den 5 Minuten, jetzt haben wir hier die Korrektur und wenn der Markt dann oben drüber läuft, dann haben wir hier entsprechend an dieser Stelle schon mal den untergeordneten Aufwärtstrend, hier haben wir das nächste Hoch von diesem übergeordneten Trend, also alles Geschichten, die wir hier in den kleineren Zeiteinheiten sehen und wenn wir uns das Ganze dann in der Stunde anschauen, dann haben wir halt die Korrektur jetzt hier gesehen, eine kleine kurze Korrektur, dass der Markt dann nach oben läuft. Also das wäre dann sozusagen der sofortige dynamische Weiterlauf dieser ganzen Geschichte. Wie ich schon gesagt, wenn es zum Trendbruch kommt in den 5 Minuten, dann haben wir die Korrektur in der Stunde und dann warten wir einfach ab, sozusagen bis die 5 Minuten wieder aufwärts laufen und dann ist alles schick. Dann haben wir das Signal, wieder nach oben zu traden und traden quasi aus der Kleinzeiteinheit in den aufwärtsgerichteten Stundenchart und der macht ja dann sozusagen den Rebound-Trade hier dann interessant. Wie schon gesagt, der ist schon gut angelaufen.
Das passiert manchmal, das können wir Trader nicht verhindern. Wir können ja dem Markt nicht sagen, du wartest bitte, bis ich in den Trade hineinkomme. Aber wir haben auf der Oberseite doch noch die ein oder anderen Anlaufpunkte, um hier ein charmantes Chance-Risiko-Verhältnis für diesen Trade auch herauszubekommen. Schauen wir auf den nächsten Markt. Das ist der Nikkei, den ich für Sie vorbereitet habe. Kürzel ist JP225 in diesem Bereich. Hier gestern einen Markt mit einer sehr, sehr deutlichen Umkehr auch nach unten gehabt. Das gesamte Chartbild sieht hier ein bisschen angeschlagen aus. Das heißt, wir hatten zwar eine schöne, massive, schöne, starke Aufwärtsbewegung, aber dann kam eine dynamische Abwärtsbewegung, wo wir auch einen Untertrend gesehen hatten. Der wurde zwar erstmal gebrochen, aber wir haben hier eine Situation, die mich ein klein wenig zur Vorsicht mahnt, weil wir hatten hier oben eine Topbildung und wir hatten ein tieferes Hoch. Und danach diese Abwärtsdynamik nach unten, das sind häufig Grundlagen dafür, dass der Markt erstmal noch ein bisschen weiter nach unten korrigiert. Das muss nicht kommen, aber ich habe das halt im Endeffekt schon sehr, sehr häufig so erlebt, dass das der Beginn solcher Formationen nach unten ist, dass sozusagen von der Grundlage her hier unten irgendwo Bottomfische aufgetaucht sind, die hier unten in diesem Bereich diese Unterstützung angefangen haben, Positionen einfach aufzubauen mit dem Ziel, gar nicht hier weit nach oben zu laufen, sondern hier oben wieder zu verkaufen. Das heißt, dann nimmt der Verkaufsdruck hier oben überhand und schickt die Dinge wieder nach unten. Man weiß nicht genau, wie das ganze Spiel oder wie oft das passiert. Es kann auch sein, dass sich hier so eine Korrekturwelle, die immer flacher wird, nach oben läuft, sich anbietet. Ich weiß es nicht. Wir sehen jetzt halt eher die Zeichen, dass der Markt von oben nach unten möchte. Das heißt, das war das Signal von gestern. Diese Kerze haben wir bekommen. Und wenn wir hier weiter zur Schwäche neigen, dann haben wir natürlich nach unten hin einiges an Potenzial liegen in die Unterstützungen rein. Das heißt, wir haben hier unten in den Bereich von 22.115 oder 120 Punkten einen Unterstützungsbereich und dann hier haben wir diesen großen Unterstützungsbereich, der das Tief sozusagen der Bewegung vom 29. Mai beinhaltet bei 21.900 und was haben wir hier unten? Ja, bei knapp 21.900 Punkten, das ist das Tief. Das wären die Anlaufpunkte auf der Unterseite, wenn der Markt dieses Signal von gestern tatsächlich hier entsprechend auch aktiviert und nach unten läuft. Ja, das ist der Punkt. Wenn allerdings wieder Stärke in den Markt hineinkommt, das kann ja auch passieren. Deswegen haben wir in diesen Trading-Ideen auch in der Regel zwei Szenarien, die wir spielen können an solchen Stellen. Wenn Stärke nach oben auftreten sollte, das heißt, sich die allgemeine Marktlage wieder etwas beruhigt und der Markt nach oben zieht, dann haben wir hier oben natürlich erstmal das Tageshoch von gestern auf Anlaufpunkt und wenn das tatsächlich erreicht wird, haben wir hier wieder sehr nahe Tageshochs, die dann entsprechend für Dynamik nach oben sorgen könnten und dann in Richtung dieses Hochs, was wir hier oben hatten, bei um die 23.000 Punkte Marke das Ganze mit anzulaufen. Also hier müssen wir sehen, was der Markt spielt. Schauen wir einfach mal in die Stunde hinein, dann sehen wir einfach, was hier momentan gestochen und gehauen wird. Wir haben sozusagen diese Verkaufskerze gehabt, eine starke Abwärtsdynamik, dann ging es entsprechend etwas nach oben und dann hat der Markt hier nach unten verkauft sozusagen. Wir sind jetzt hier momentan auch in einem Art Widerstandsbereich in der Stunde hineingelaufen, wo der Markt sich in irgendeiner Art und Weise entscheiden wird, was hier entsprechend passiert. Kommt zum Druck nach unten, dann läuft der Markt weiter runter, setzt sozusagen diese Abwärtsdynamik entsprechend fort, kommt zur Stärke nach oben, bildet sich hier eine Aufwärtsdynamik, die dann die entsprechenden Anlaufpunkte hier im Stundentrend auch sehen kann und dann hier in die Tageshochs der Vortage entsprechend auch hineinlaufen kann. Das mal zum Bild im das ist der Nikkei, JP225. Jetzt war ich ganz kurz verwirrt über die Bezeichnung und das, was ich im Kopf habe. Also hier der japanische Markt mal in naher Betrachtung mit der entsprechenden Handelsweise. Wir gehen nachher auch nochmal an die allgemeine Marktsituation rein. Ich habe ja gesagt, wenn sich die Marktsituation wieder bessert, kann es hier durchaus wieder nach oben gehen. Wir haben momentan ein etwas ungünstiges Bild bezüglich der ganzen Situation um die Handelsstreite der USA mit der Welt, sage ich mal, oder umgekehrt, wie auch immer man das sehen möchte. Und wir merken schon, dass wir hier doch deutliche Bremsspuren in den Märkten sehen. Wir haben ja jetzt in den deutschen Nachrichten die letzten Tage auch gehört, was hier bei Daimler, also bei den Autobauern beispielsweise auch los ist. Daimler hat gestern eine Gewinnwarnung gebracht, unter anderem auch wegen dem Thema Autoverkäufe. Also es bleibt spannend, wie der Markt hier in weiterer Zeit reagieren wird. Dazu aber nachher mehr in der Einzelanalyse der Indizes. Oh, wir haben wieder einen neuen guten Morgengruß. Lindbergs, einen wunderschönen guten Morgen. Schön, Sie hier live dabei zu haben.
Gut, dann würde ich sagen, gehen wir noch in die dritte Handelsidee für den heutigen Tag. Und zwar ist das der Nasdaq 100, Kürzel hier US-Tech. Und da haben wir einen Markt. Sie sehen hier einen schön aufwärtsgerichteten Markt hier in diesem Umfeld momentan, also die letzten Handelstage waren ja an den Märkten teilweise gar nicht so einfach, aber der Nasdaq hat sich hier oben gehalten, hat sogar neue Hochs gemacht. Aber, und jetzt kommt entsprechend das Aber. Das Aber geht in diese Richtung. Wir haben hier oben eine definitive Top-Formation. Wir haben hier Hochs gesehen, aber diese Hochs wurden nicht zu Anschlusskäufen genutzt, sondern wurden immer wieder dazu genutzt, nach unten abzuverkaufen. Und das hat mich etwas vorsichtig gestimmt, hier in diesem Bereich. Wir haben jetzt hier mittlerweile auch einen Markt, der hier eine leichte Unterstützung auf der Unterseite hat, wo die letzten Tage immer mal wieder nach oben abgeprallt sind. Sie sehen das hier in diesem Bereich von knapp 7.200 Punkten. Aber die Vorsicht mahnt sich halt bei mir an über diesen Abverkauf der neuen Hochs. Das ist so ein bisschen eine Mehrfach-Top-Bildung. Also das sind so Zeichen, dass der Markt momentan kurzfristig etwas angeschlagen ist. Das heißt, es könnte hier durchaus dazu führen, dass wir weitere Korrekturen nach unten hin sehen. Also ein bisschen vorsichtig hier. Sie merken schon in meiner Argumentationsweise, dass ich jetzt nicht so bullisch euphorisch eingestellt bin, wie ich das noch in diesem Bereich hier gewesen bin. Schauen Sie mal, was hier mit dem Hoch passiert ist. Da ist das Hoch wirklich massiv nachgekauft worden. Dann hatten wir hier das Gleiche. Wir hatten hier ein neues Hoch und das Hoch ist auch angestiegen. Da wurde nicht immer mal probiert und wieder abverkauft, sondern da ging es dann doch ein Stück nach oben. Dass es dann irgendwann zu einer Korrektur kommt, ist klar. Aber das, was wir hier haben, so dieser Versuch und Abverkauf, das ist eher ein Zeichen, dass man sieht, die Marktteilnehmer wollen, die trauen sich nicht so richtig mit den Nachkäufen hinein und verkaufen an dieser Stelle immer wieder ab. Heißt, wenn der Markt hier mit Schwäche reagiert, dann könnte es sein, dass er unter dieser Marke hier läuft von 7.200 Punkten. Nächste Anlaufpunkte wären dann entsprechend auch wieder Tagestiefs, die wir hier im Chart sehen. Das heißt, wir hätten hier einmal das Tagestief vom 19. Juni. Das lag hier unten bei 7.136 Punkten und nicht weit davon ist schon das nächste Tagestief hier drüben vom 11. Juni. Das liegt dann auch entsprechend etwas tiefer bei 7.123 Punkten. Und dann haben wir hier Tagestiefs auch liegen, zwei Stück um den Bereich von 7.070 Punkten. Also Sie sehen, wenn es hier zur Abwärtsdynamik nach unten auch kommen sollte, dann werden wir sehen, ob der Markt natürlich hier oder wie weit der Markt entsprechend nach unten reinläuft. Das Potenzial nach unten ist auf alle Fälle da, wenn sich die Marktteilnehmer entscheiden, die Unterrichtung anzulaufen. Macht der Markt das anders, dass die US-Amerikaner sagen, ach, alles halb so wild, wir hatten gestern mal so ein bisschen Korrektur, wir laufen mit den Technologiewerten wieder nach oben, dann haben wir auf der Oberseite natürlich hier die entsprechenden Linien liegen. Das heißt, der Bereich um die 7.300 Punkte ist hier eine Anlaufmarke, die wir erstmal anlaufen können. Es ist auch eine psychologisch wichtige Marke, die durchaus hin und wieder getestet werden kann. Und dann natürlich hier die Tageshochs bei 7.310 und das von gestern bei knapp 7.340. 40 Punkten stehen dann auf der Oberseite da. Wir werden das dann auch ganz leicht entsprechend in der Stunde sehen, was der Markt hier machen wird, was der Markt machen möchte. Ich skaliere das mal ganz kurz hier ein für Sie, so, dass wir das etwas besser sehen. Das heißt, Sie sehen hier auch die Abwärtsdynamik vom gestrigen Tag. Das war halt, ist halt nicht zu übersehen. Jetzt gibt es hier eine kleine Gegenbewegung. Man muss sehen, was daraus wird. Der US-Markt hat noch geschlossen. Mal gucken, was die Jungs aus den USA am Nachmittag daraus machen. Auf alle Fälle ist das Bild hier in meinen Augen momentan etwas angeschlagen in diesem Bereich. Und damit würde ich sagen, sind wir mit dem Wert der oder mit der Besprechung der heutigen Handelsideen fertig. Ich schaue gerade mal auch in den Chat, ob es Fragen gibt. Adrian, einen schönen guten Morgen. Ich hoffe, Sie können auch jetzt gleich wichtige Dinge für Ihr Trading, für die Wochenplanung, für die nächste Woche auch wieder mitnehmen. Denn damit machen wir jetzt hier direkt auch weiter. Das heißt hier, gehen wir von den Tagesnachrichten des heutigen Tages und der Handelsbesprechung in die Terminierung für die kommende Woche. Was steht nächste Woche an wichtigen Terminen auf der Uhr? Da steht am Montag um 10 Uhr der IFO-Geschäftsklimaindex für Deutschland an. Um 16 Uhr bekommen wir aus den USA die Informationen zum Thema Verkäufe neuer Häuser. Am Dienstag gibt es um 16 Uhr in den USA das
ECB Verbrauchervertrauen für den Monat Juni. Hier sehen Sie auch eine stabile Prognose im Vergleich zum Vormonat. Am Mittwoch geht es dann weiter in den USA um 14.30 Uhr mit dem Auftragseingang für langlebige Güter. Danach folgt die Information oder gleich zur gleichen Zeit das Thema schwebende Hausverkäufe und wie jede Woche Mittwoch um 16.30 Uhr werden wir darüber informiert, wie sich die Rohöl-Lagerbestände in den USA entwickelt haben. Am Donnerstag gibt es über den ganzen Tag verteilt Möglichkeiten über Nachrichten aus dem EU-Gipfeltreffen um 14.30 Uhr aus den USA bekommen wir Informationen zum Bruttoinlandsprodukt. Und am Freitag erfahren wir um 9.55 Uhr die Veränderung der Arbeitslosigkeit in Deutschland und um 11 Uhr erfahren wir aus der Eurozone mehr zum Thema Verbraucherpreisindex und am Freitag ist auch weiterhin das Gipfeltreffen der EU. Also auch hier kann es in dem Laufe des Freitags immer wieder zu Informationen kommen, die doch den ein oder anderen Impact auf die Märkte haben können. Und damit sind wir schon mal gut vorbereitet mit den wichtigsten Terminen. Über die täglich wichtigen Termine werde ich Sie natürlich dann wieder auf dem Laufenden halten in unseren morgendlichen Webinaren, die wir hier zur Marktbesprechung und Besprechung der Handelsideen auch machen werden. Wenn jemand von Ihnen, die hier auch live zuschauen, Fragen zu diesen Terminen hat oder auch gleich Fragen hat zur Chartanalyse, schauen Sie sich bitte nicht einfach hier im Chart bzw. im Chat, nicht im Chart, im Chat hier auf Facebook Live direkt die Fragen eingeben und ich gehe dann auch direkt darauf ein. Und damit kommen wir zu den entsprechenden Charts. Wir schauen uns mal die großen Indizes an, die wir hier haben. Ich würde ganz gerne mit dem deutschen Aktienindex anfangen. Ich mache dazu mal einen sauberen Chart entsprechend auch auf. Dann mache ich hier gleich mal noch das Ganze wieder in weiß, dass wir das im Standard haben. Und dann gehe ich hier in den Tageschart entsprechend auch hinein. So, jetzt haben wir alles da, was wir entsprechend mit brauchen für die entsprechende Chartanalyse. Und Sie sehen, was wir hier entsprechend haben. Wir haben mittlerweile hier bei uns im deutschen Leitindex wieder einen Abwärtstrend. Also seit gestern haben wir im großen Bild einen bestehenden Abwärtstrend. Also wenn Sie sich das mal anschauen, wir hatten hier genau die gleiche Situation, wie ich das vorhin auch schon beschrieben habe, am Nikkei, dass wir hier ein Hoch hatten, gefolgt von einer Gegenbewegung, die ihr Hoch etwas tiefer gefunden hat und jetzt die Abwärtsdynamik nach unten geschoben hat. Das heißt, wir sehen jetzt hier wieder einen nach unten tendierenden Markt. Ich lege für Sie auch gleich mal noch die etwas längerfristige 200er-Tage-Linie in den Markt mit hinein. Einfach hier die einfache 200er-Tage-Linie mache ich da mal für Sie. So, und da sehen wir, was hier auch passiert ist. Also der Kampf um die 200er-Tage-Linie, wie man das immer so schön in den Medien liest. Ich sehe das nicht als Kampf, aber man liest es halt immer wieder. Ist das einfache Marktgeschehen, was die gleitenden Durchschnitte hier machen. Aber diese Linien lösen halt immer wieder auch Reaktionen bei den Händlern aus und von der Seite her liest man das halt häufig, hat jetzt mal wieder die 200er-Tage-Linie überschritten. Das heißt, Sie sehen ja, wir haben hier auf alle Fälle diese wichtige 200er-Tage-Linie wieder überschritten. Dann gab es nochmal einen Retest der ganzen Sache. Der Markt drehte wieder nach oben. Hier gab es einen zweiten Retest und dann ging es wieder nach oben. Also der Test wurde wirklich zweimal bestanden. Und jetzt haben wir die Situation, dass wir einen Abwärtstrend haben, der mittlerweile wieder unter der 200er-Tage-Linie im Markt notiert. Also hier scheinen die Händler momentan eher auf den Verkaufsknopf zu drücken, sonst hätten wir nicht dieses Chart Bild. Das heißt, für uns als Händler werden hier jetzt natürlich wieder seit einigen Tagen die Trades auf fallende Märkte doch immer wieder opportun. Das heißt, wir sehen auch, wenn wir uns das Ganze in der Stunde anschauen, wir haben hier schon schöne Möglichkeiten des Handels aus den Trends heraus, aus den Tiefs der Trends, beziehungsweise nicht den Tiefs der Trends, aus den Hoch entsprechend der Trends. Wir haben ja hier einen Abwärtstrend, Positionen zu eröffnen, die schön nach unten laufen. Das gibt der Markt uns immer wieder an. Also wir hatten hier, hier sehen Sie es ja im entsprechenden Chartverlauf, was wir da auch entsprechend auch haben.
immer wieder die Situationen, dass wir den Abwärtsverlauf sehen. Und hier können Sie das entsprechen oder konnten Sie das gestern auch sehen. Über die Nacht ist der Markt hier doch gefallen und hat dann zur Handelseröffnung auch diesen Abwärtstrend bestätigt. Also das sind dann schon immer sehr, sehr schöne Möglichkeiten zu handeln. Und wenn Sie das Ganze auch im Intraday-Bereich einmal betrachten, wir hatten hier nochmal einen schönen Rücklauf und der konnte dann über die noch kleineren Zeiteinheiten sehr schön dazu genutzt werden, nach unten mit zu traden. Das sind Dinge, die wir in den kleineren Zeiteinheiten immer wieder sehen, wohlwissend, wie der Tag sich entsprechend auch verhält. Das heißt, Sie sehen ja hier, jetzt gibt es den Abwärtstrend. Es würde mich jetzt allerdings nicht wundern, wenn wir nach dieser starken Bewegung erst einmal wieder einen kleinen Rebound sehen, also eine kleine Gegenbewegung. Wie hoch die läuft, werden wir sehen. Wenn es natürlich so eine dynamische Korrektur gibt nach oben hin, dann macht das natürlich auch Sinn, wenn der Markt wieder rumdreht. Das heißt, wenn die Stunde hier aufwärts gerichtet ist, was wir ja sehen, wenn wir hier oben drüber gehen über dieses Level, schauen wir uns das Ganze mal kurz in den 15 Minuten an. Da sehen wir, was ich meine. Schauen Sie, da haben wir hier sozusagen die letzte Abwärtsbewegung im Markt gehabt. Ich zeichne es Ihnen ein. Also hier ging es nach unten, dann gab es nochmal eine Korrektur, dann lief der Markt nochmal auf sein Tief und seitdem läuft er hier entsprechend nach oben. Und wir haben jetzt hier die Situation, dass wir hier eine schöne Aufwärtsbewegung nach oben hatten. Wir haben jetzt hier etwas an Korrektur gesehen und Sie sehen es, wenn der Markt hier nach oben läuft, über dieses wichtige Level, was wir hier oben haben, ich zeichne Ihnen das gleich mal ein hier, das ist dieser Hochpunkt hier, den wir im 15-Minuten-Chart sehen, bei um die 12.542 Punkten. Wenn wir da darüber laufen, dann haben wir hier untergeordnet schön den Aufwärtstrend. Das könnte dann natürlich ein möglicher Rebound sein, den wir in den Märkten sehen, den wir natürlich auch für kurzfristiges Trading mitnutzen könnten. Also es bleibt hier extrem spannend, im kurzfristigen Bereich einen Rebound zu sehen. Das kommt nach so starken Überdehnungen sehr, sehr oft vor. Entsprechend also hier der Markt momentan etwas in, ja, sage ich mal, die Abwärtstendenz verfallen, der DAX im Abwärtstrend. Das gleiche Bild sehen wir auch im Euro Stoxx 50 hier an dieser Stelle. Hier haben wir auch den Markt, der ist allerdings hier, Sie sehen es, der Spike war etwas tiefer. Hier haben wir noch nicht den stabilen Abwärtstrend, den wir im DAX jetzt momentan sehen. Das heißt, wir haben jetzt hier zwar die starke Dynamik nach unten, wir stehen kurz vorm Bruch. Hier gibt es allerdings, wenn man mal das rein nach der Definition des Abwärtstrends sehen, wir brauchen halt zwei tiefere Tiefs. Das erste ist entsprechend hier. Das zweite haben wir an dieser Stelle. Wir sind hier noch nicht ganz drunter, aber wir sind in diesem Bereich auch reingelaufen. Sie sehen es hier unten, haben wir in diesem Bereich dieses letzten Tiefes. Da ist der Markt rangelaufen, noch nicht drunter. Aber trotzdem haben wir dieselbe Dynamik, wie wir sie hier im DAX sehen. Und wenn wir uns hier im kleinen Bereich mal anschauen, wie der Markt hier läuft. Da sehen Sie, im kurzfristigen Bereich haben wir hier wieder den Trend. Hier ist der Markt schon drüber gelaufen, steht also in seiner Bewegung. Gucken wir uns das Ganze mal im 15-Minuten-Chart an. Dann sehen wir hier das Bild, dass der Markt hier schon wieder aufwärts gerichtet ist. Das heißt, ich zeichne auch hier mal ganz kurz das letzte Stück des Abwärtstrends entsprechend ein. So lief der ab und dann haben wir hier das tiefste Tief gehabt und der Markt lief, na, jetzt treffe ich zum dritten Mal nicht, lief hier nach unten und danach, Sie sehen es hier, entsprechend haben wir hier den Markt nach oben bewegt. Wir hatten hier eine Range in die Seite hinein und dann haben wir zur Markteröffnung sozusagen hier nach oben gedreht, hier nochmal einen kleinen Zucker nach unten gemacht vor der Markteröffnung oder sagen wir mal entsprechend, na doch, das war noch vor der Markteröffnung und jetzt sind wir hier im kurzfristigen Bereich schon wieder über dieses Hoch drüber hinaus und das ist das Zeichen, kurzfristig sieht der Markt hier eine kleine Gegenreaktion. Anton, einen schönen guten Morgen, auch Sie wieder hier im Chat mit zu begrüßen. Gut, zurück zum Tageschart. Also Sie sehen, dass wir heute im Tagesstart positiv reinlaufen, aber das übergeordnete Bild ist hier auch im europäischen Markt deutlich negativ eingetrübt. Wir sind wieder massiv unter die 200er-Tagelinie gelaufen. Wenn man sich jetzt fragt, okay, wie könnte es denn hier entsprechend weitergehen, wenn sich hier tatsächlich ein Abwärtstrend bildet? Wir sehen dann entsprechend hier in dem Marktverlauf, wir sehen, wenn wir hier unten drunter durchbrechen, haben wir auch einige Tagestiefs laufen. Wenn man uns mal diesen Trend hier anschaut, der hier untergeordnet ist, haben wir hier entsprechend auch Trendtiefs, also das Potenzial nach unten hin ist definitiv da. Was kommen kann, weiß kein Mensch von uns, aber die aktuelle Situation sieht hier eher nach unten gerichtet aus. Wenn der Markt hier oben bricht, beziehungsweise nicht bricht und nach oben wieder läuft, haben wir ein paar Tage positiv, aber definitiv haben wir hier definitiv Abwärtsdynamik an dieser Stelle. Und damit würde ich sagen, schauen wir mal rüber in den US-Markt. Und zwar sehen wir hier im
S&P 500. Eine Situation, die in meinen Augen völlig okay ist. Wir haben hier einen doch sehr charmant laufenden Aufwärtstrend. Wir haben jetzt hier die Situation gesehen, dass der Markt im S&P 500 sozusagen hier oben in dieses Level dieser Hochs reingelaufen ist. Der hat das Ganze auch als Widerstand gesehen. Die Marktteilnehmer haben hier oben auf den Verkaufknopf gedrückt und wir sehen hier momentan eine ganz normale Korrektur in einem bestehenden Aufwärtstrend. Also Sie sehen, wir hatten hier entsprechend, ich zeichne Ihnen das mal in den Chart auch ein, wir hatten hier den letzten Bewegungsschwung dieses Aufwärtstrends nach oben und der tut jetzt einfach nur korrigieren. Hier ist im Endeffekt auch noch nicht das Zeichen gegeben, dass der Markt massiv jetzt wieder nach oben brechen könnte. Das heißt, wir sehen hier im aktuellen Verlauf schon eine Art Trendkanal nach unten, den wir hier haben. Ups, das war das falsche, kleinen Augenblick, ich lösche das mal ganz kurz. So. Wieder rausgenommen. Ich wollte das für Sie haben. Und zwar haben wir hier, Sie sehen es auch selbst im Markt entsprechend drinnen. Wir haben jetzt hier so ein Korrekturmuster eines leicht abwärts laufenden Kanals. Das ist also eine gesunde Formation, die wir hier haben. Von der Seite her ist hier alles spannend, wie die Korrektur nach unten weiter verlaufen wird. Das heißt, wie tief der Markt läuft. Und wann er hier nach oben ausbricht. Also beim S&P 500 sieht das Bild hier weiterhin positiv und aufwärts gerichtet aus, auch wenn wir hier jetzt mal nach dieser starken Aufwärtsdynamik ein paar Tage sehen, wo wir hier nach unten gelaufen sind. Übrigens hat sich das Marktbild hier auch etwas geändert. Wir hatten ja hier einige Tage, wo wir so das sogenannte Buy the Dip an den Märkten gesehen haben, das heißt, wo der Markt nach unten gelaufen ist und dann schöne Intraday-Reversals hingelegt hat. Das haben wir jetzt die letzten Tage nicht gesehen. Gestern hatten wir hier auch einen sehr, sehr schwachen Tag, da haben wir die Hochs rausgenommen, sind dann massiv auch nach unten gelaufen. Wir werden sehen, was jetzt vorm Wochenende passiert. Möglicherweise sehen wir hier ein paar Eindeckungen von Short-Verkäufen, die ihre Gewinne mitnehmen wollen. Und dann werden wir in der nächsten Woche sehen, wie es weitergeht. Das große Bild auf alle Fälle ist hier weiterhin aufwärts gerichtet. Und wir sehen hier entsprechend auch die Korrektur laufen. Wer sich das Ganze kurzfristig einmal anschaut, der sieht hier entsprechend auch jetzt am Tag leichte Aufwärtsdynamik, schöne Bewegung auch nach oben übergeordnet. Wenn wir uns das Ganze nochmal in der etwas kleineren Zeiteinheit anschauen, sind wir jetzt hier in einem Bereich, wo sozusagen der letzte Schub nach unten rausgenommen wurde und sich jetzt die Märkte hier an diesem wichtigen, an dieser wichtigen, Unterstützung ist es jetzt, weil der Markt drüber ist, aber es ist ein Widerstandslevel hier um dieses Hoch, was wir in diesem Bereich hatten. Muss man sehen, wie es jetzt weitergeht. Im Kleinen läuft der Markt nach und wir sehen ja schön einen Aufwärtstrend, der momentan weit in seiner Bewegung steht. Wir werden hier natürlich ein großes Auge darauf werfen, wie es im kurzfristigen Bereich hier entsprechend auch weitergeht. Im mittelfristigen Bereich haben wir auf alle Fälle schöne Aufwärtsdynamik nach oben gesehen, die jetzt einfach korrigiert wird. Aber hier, das Bild ist hier deutlich positiv entsprechend momentan auch zu sehen. Der Markt ist auch weiterhin schön über der 200er-Tage-Linie, also eine ganz normale Korrektur sozusagen in diesem Markt, die uns dazu einlädt, dann, wenn der Markt irgendwann rumdreht, aus der tieferen Korrektur heraus nach oben zu traden, wenn sich das positive Bild fortsetzt. Und Sie sehen ja, wir haben dann doch einiges an Potenzial auf der Oberseite auch noch mitstehen. Und damit würde ich ganz gerne mal noch in den DAO 30 reingehen, Kürzel hier US30. Hier sieht die Lage optisch zumindest etwas anders aus als im S&P 500 gerade. Die Korrektur ist hier viel, viel, viel tiefer gelaufen. Sie sehen es, aber der Aufwärtstrend ist hier weiterhin auch intakt. Ne? Hier ist mal die letzte entsprechende Trend-Szenierung eingezeichnet von mir. Wir haben ja hier die starke, schöne Bewegung gehabt. Wir hatten hier im Vorfeld auch eine Korrektur, die nach unten gelaufen ist. Momentan hat der Markt halt hier deutlich tiefer nach unten korrigiert, aber auch hier alles nice zu sehen. Das heißt, wir haben auch hier einen Trendkanal, der nach unten gelaufen ist, der war natürlich deutlich enger, als wir das hier im S&P 500 gesehen hatten. Auch hier zeichne ich Ihnen gleich mal noch den entsprechenden Kanal mit ein. So, kleinen Augenblick. Also hier mal so ganz grob dargestellt der Abwärtsverlauf. Den sehen wir auch sehr, sehr schön im entsprechenden Stundenchart. Ich zoome das mal ganz kurz kleiner. Es ist einfach wunderbar, wie schön wir hier die Technik im Markt auch anwenden können. Also die technische Analyse innerhalb der entsprechenden Abwärtstrends. Hier hat sich auch immer wieder die Situation ergeben, dass man schön aus den Korrekturen heraus nach unten treten konnte. Im kurzfristigen
Handelsbereich und jetzt muss man einfach sehen, was hier passiert. Wir sehen, dass der Markt auch in den 15 Minuten schon wieder einen Aufwärtstrend gemacht hat. Ist spannende Geschichte, wie schon gesagt, wenn der Markt oben drüber läuft, dann haben wir hier den Ausbruch auf der Oberseite im Tag entsprechend und das wäre dann natürlich interessant zu sehen, wenn wir aus der wirklich tiefen Korrektur hier rauskommen aus diesem Index, dann haben wir natürlich wahnsinniges Potenzial nach oben hin. Schauen Sie, wo die Frage beantwortet werden kann, wer kauft nach mir? Hier gibt es so viele Tageshochs, die aneinander liegen, also das kann dann schon zu einer ganz, ganz ordentlichen Dynamik an dieser Stelle führen, wenn wir hier über diese Hochbereiche aus dem Markt rausgehen. Also hier auch der Dow Jones schön entsprechend aufwärts gerichtet. Er hat sehr, sehr tief korrigiert, wenn wir das Bild mal vergleichen mit dem US-Tech, den wir ja vorhin gesehen haben, der ist momentan eher in dem Thema, boah, der Markt schiebt nach oben. Also der hat von der Korrektur, die der Dow oder der S&P hier gemacht hat, gar nichts mitbekommen. Er ist halt wirklich momentan in einer Korrektur. Gut, wenn man mal die letzte Korrekturbewegung sich angeht, beziehungsweise die Korrektur lief ja bis hier runter, dann gab es die Bewegung bis hier hoch. Das ist halt alles viel kürzer getaktet als in den anderen beiden Indizes von den Bewegungsbereichen. Aber auch hier ist das Bild definitiv nach oben gerichtet. Wir haben ja einen Aufwärtstrend, auch wenn ich vorhin in der kurzfristigen Handelsidee auch gesagt habe, es könnte hier mitunter durchaus etwas nach unten noch weiter korrigieren. Wir wissen es nicht, aber wir werden sehen, was die Märkte hier entsprechend machen. Also der US-Tech-Index ist momentan der führende Index in den USA und das ist natürlich auch sehr, sehr spannend. Natürlich mehr Potenzial aus der Korrektur heraus bieten dann natürlich der S&P 500, weil einfach bis zum letzten Hoch noch deutlich mehr zu verdienen ist und hier der Dow Jones natürlich, der hat das größte Potenzial, wenn er dann nach oben läuft, die Märkte wieder rumdrehen, hier schön nach oben auch zu schieben. Wir haben jetzt hier auch schon die 200er-Tage-Linie mit im Blick. Schauen Sie mal hier in dieser Aufwärtsbewegung, da hat jetzt der Berührung der 200er-Tage-Linie häufig auch für sehr schöne Aufwärtsdynamik gesorgt. Also Sie sehen einige Parallelen zu den vorherigen Verläufen und das ist natürlich immer spannend und interessant auch zu sehen. So, jetzt schaue ich einfach mal in den Chat hinein. Ich sehe keine Fragen. Es möchte auch momentan keiner einen weiteren Chart analysiert haben. Von der Seite her würde ich an dieser Stelle sagen, werde ich diesen Teil auch jetzt so für die Wochenvorbereitung abhaken und wir gehen dann direkt in den edukativen Part entsprechend über. Da bin ich mal ganz kurz ruhig, schalte wieder um in die Präsentation und werde die Aufnahme dann gleich so für Sie gestalten, dass das Video für die Edukation nachher als separates Video auch zu sehen ist.